Uwe Muschel öffnet sich. Er gibt den versammelten Raumis tiefste Einblicke in seine Vergangenheit. Was sich einige schon denken konnten, wird nun Gewissheit. Also in der Schule war ich der, der immer zuletzt gewählt wurde, der immer geärgert worden ist. Und deswegen habe ich halt so eine Wand aufgebaut. Verständlicherweise. Der ist immer noch da. Das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja auch völlig verständlich, weil kleine Kinder können grausam und gemein sein. Ja. Ablehnung ist einfach kein schönes Gefühl und das tut keiner Seele gut. Ich habe da entschieden, ich werde keine Kinder kriegen, dass meine Nase nicht vererbt wird. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Also, du bist so, wie du bist und das ist auch gut so. Ich glaube, das tat auch ganz gut, dass Uwe vielleicht mal so ein bisschen über das geredet hat, was er denkt. Aber irgendwie hast du dich von Tag zu Tag so ein bisschen mehr rausgezogen. Naja, und du vermittelst natürlich, dass es dir dann egal ist, weißt du? Dass du so ein Einzelgänger also bist, wissen wir ja. Das Projekt ist mir nicht egal, das macht Nein, mir aber Spaß. Deine Mitbewohner, weißt du? Deine Mit. Aber ich habe dann vielleicht mehr mit mir zu kämpfen als mit euch. Ich finde Uwe sympathisch mit seinen Ecken und Kanten. Ne? Und ich glaube, Uwe muss man einfach so nehmen, wie er ist. Der wird sich nicht ändern. Und das muss er auch gar nicht. Aber du hast ja schon was erreicht, so meine ich jetzt ernsthaft. Du hast schon mehr. Ja, das weiß ich. Weißt du? Aber trotzdem fällt mir das irrsinnig schwer, dieses Öffnen, was ihr alles wunderbar könnt irgendwie. Da beneide ich euch. Aber ich kann das auch nicht. Da beneide ich euch drum. Aber bei Iris kannst du das zu Hause. Fühlst du dich ja sicher da, genau. Das ist das Wichtigste, dass du da immer einen Menschen hast, wie deine Iris, wo du weißt, bei der kannst du wirklich so sein, wie du bist und da kannst du dich fallen lassen. Wenn du bei uns nicht so sein willst, wie du wirklich bist, ist auch okay. Das muss man akzeptieren. Aber zieh dich nicht zurück. Genau. Das bringt's nicht. Das macht das alles nur noch schwerer, die Woche hier. Nee, wir wollen ja auch, dass du dich mehr in die Gruppe integrierst. Ja, gut.